Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Ja, woran lag's? Schwierig zu beurteilen. Ich denke, wir haben uns heute definitiv selber geschlagen. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit absolut unter Kontrolle. Gegen Hof verdient 1-0 in Führung. Ja, man hat es gestern gesehen bei Bayern gegen Hamburg. Also aus dem Nichts so ein Standard, bei uns jetzt aus dem Halbfeld. Ja, meines Erachtens ein Flankenversuch, der sich genau hinten reinsenkt. Ja, ist natürlich bitter, mit dem Halbzeitpfiff so in die Pause zu gehen. Dennoch, wir haben eine ganze zweite Halbzeit. Wir wissen, was wir können, wir wissen an unserer Qualität. Und wir hatten auch die Chance in der zweiten Halbzeit vorm 2-1 wirklich in Führung zu gehen. Ja, und dann ist eine Unachtsamkeit vorm 2-1 beim Aufbauspiel. Ja, und das darf uns natürlich nicht passieren. Erfurt hat vorne gepresst, haben den Fehler erzwungen, holen den Elfmeter so raus. Und dann wird es natürlich ein anderes Spiel, schwierig. Wir hauen alles nach vorne. Der Hatti macht zwar noch das 2-3, wo man sich dann vom Kopf her vielleicht denkt, ja, warum nicht 15 Minuten eher? Sah ja so einfach aus. Ja, leider zu spät und ja, müssen wir alle mit leben, leider. Ja, gerade in der Phase, direkt nach der Halbzeit, wo wir uns so viel vorgenommen haben, haben wir geschlafen. Muss man einfach so sagen. Wir haben keinen zweiten Ball bekommen, wir haben viele Abspielfehler gemacht. Wir haben den Erfurt in den Fuß gespielt und sind gar nicht ins Spiel reingekommen. Das war schwach, ja. Das ist richtig bitter, weil wir wollen unbedingt mit dem Sieg ins neue Jahr starten. Aber ich glaube auch, Erfurt hat ein gutes Spiel gemacht. Unsere erste Halbzeit war, oder unsere ersten 35 Minuten waren richtig gut. Und danach, ich weiß auch nicht, war nicht mehr so die Kleid in unserem Spiel. Und ja, irgendwie klar heute das, oder nicht klar, aber irgendwie passt es dann zum Spiel, dass Erfurt die Tore gemacht hat. Wir sind ganz, ganz gut ins Spiel reingekommen, haben ganz gut ins Spiel gefunden. Es ist auch einiges aufgegangen, so wie wir das trainiert haben oder so wie wir uns das wünschen, wie wir das Spiel gestalten, haben viel Ballbesitz. Und dann die letzten 10 Minuten haben wir irgendwie nicht mehr diese Entschlossenheit gehabt, den letzten Pass einfach zu spielen oder in den Zweikämpfen, den letzten Schritt einfach dieser Biss nochmal, weil wir waren uns vielleicht ein Stück weit zu sicher und haben uns dann mehr oder weniger das Gegentor selber eingeschenkt, auch wenn das jetzt das 1-0 so eine Glücksflanke war, fällt hinten rein. Kann immer passieren im Fußball, aber da haben wir drum gebettelt. Ja, vor allem, weil wir richtig gut ins Spiel reingekommen sind. Wir waren, denke ich, die bessere Mannschaft. 35 Minuten lang haben die Erfurter dominiert, die wussten gar nicht mehr, wo sie hinlaufen sollten, aber dann haben wir es übertrieben, wir haben unseren Faden verloren, wir haben durch einfache Fehler die Erfurter ins Spiel kommen lassen, dann natürlich auch unglücklich das Gegentor bekommen. In zweiter Halbzeit haben wir uns vorgenommen, wieder klarer zu spielen. Und das haben wir 20 Minuten, 30 Minuten lang nicht geschafft. Und wenn du dann erstmal zurücklegst, dann wird es schwer. So unbedingt 3 Punkte holen müssen, ist ja klar. Wir wollten dieses Jahr unbedingt mit 3 Punkten starten. Das haben wir jetzt leider nicht geschafft. Aber gut, es ist jetzt noch nichts dramatisch Schlimmes passiert. Wir haben jetzt ein Heimspiel, da müssen wir 3 Punkte holen. Das haben wir uns vorgenommen auf jeden Fall. Ja, man darf das jetzt nicht so hochhängen. Klar war es zu erwarten, wenn du mal ein Spiel verlierst, dass das von außen wieder reingetragen wird. Das ist für uns kein Thema. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel und müssen lernen, dass wir über 90 Minuten lang konzentrierten Fußball spielen und den Gegner nicht wieder groß machen durch einfache Dinge.